Herzlich willkommen zur nächsten Outlast-Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin Suivo. Und ja. Wir sind immer noch hier bei dem blöden Doktor-Scheiß. Wir müssen hier irgendwie zurechtkommen. Jetzt rennen wir erstmal hier eine Runde rum. Guten Tag. Und so, jetzt verstecken wir uns. Das kennen wir ja schon. So, ihr kleinen Spinner. Ich denke, dass wir ja letztes Mal herausgefunden haben, dass in den Klos nichts ist und wir deswegen da hinten irgendwo machen müssen. Also da irgendwie und dann weiter nach links ist meine Vermutung. Allerdings müssen wir jetzt erstmal gucken, was der gute Doc macht. Irgendwie sehe ich ihn noch nicht, das irritiert mich ein bisschen. Eigentlich kommt er ja immer angerannt, wenn die hier schreien. Hey, nobody likes a quitter. Oh. Okay. Wo ist er? Wird hier irgendwas gesagt geben? Bin ich gerade ein bisschen irritiert. Weil ich ihn nicht sehe. What the fuck? Bin echt irritiert. Super, da kommt er schon. Wenn wir mal ins andere Ding gucken, was wir irgendwie da unter so ein Bett kommen. Dann ich erstmal weg hier. Nochmal. So, ab hier drunter. Okay, ich glaube, ich hab's geschafft, ihn abzuhängen. Den Wichser. Okay, das hat geklappt, so wie es aussieht. What the fuck, ey. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da ist, wo wir gerade waren, ob wir das Ding da wegschieben können und dann da weiter können oder nicht. Das gilt's herauszufinden. Ich hätte ihm erst die Füße abschneiden sollen, Anfängerfehler. Oh man. Das habe ich das letzte Mal überhaupt nicht gelesen gehabt, ey. Ups. Was ist hier so? Hier ist noch eine Tür. Hier kann man aber nichts mit machen, irgendwie. Oh, hallo. Guten Tag. Da hat er uns. Also das hat auch schon mal nicht geklappt. Also hier ist es schon mal nicht. Ich weiß halt einfach noch nicht, wo wir hin müssen. Das ist die Kacke. Find den Weg nicht. Scheiß die Wand an. Das gibt's ja gar nicht. Dass ich keine Ahnung habe, wo wir rum müssen. Das ist schlimm. Achso, das war ja hier eine Sackgasse, genau. Ich denke, wir müssen schon da hinten hin. Oh, hallo. Und weg von dem. Oh, warum ist hier die Tür zu? Das ist nicht so geil. Okay, der ist ganz schön nah. Haben wir keine Chance, jetzt irgendwie uns zu verstecken gerade. Ich renne jetzt nochmal in den anderen Raum. Und versuch's jetzt hier. Unter dem erstmöglichen Bett. Okay, das klappt nicht. Der liegt hier dumm im Kreis drin, Mann. Der ist gut. Könnte geklappt haben. Okay, das hat schon mal geklappt. Ich komme mir vor wie so ein Depp, ne?
Ohne Scheiß, ich komme mir vor wie ein Holzkopf, der keine Ahnung hat, was wir jetzt hier als nächstes machen müssen. Warum hat er mich schon wieder gesehen, der Wichser? Das gibt's doch gar nicht. Somebody has to win and somebody has to lose here. I don't make the rules. Hey, nobody likes a quitter. Arschloch, ey. Könnte ich reiern. Wie kommen wir da hinten hin, ohne dass er uns sieht? Sieht ja auch gut aus, unsere Hand. Das gibt's doch nicht, oder? Der sieht einen ja sofort, ey. Das ist ja der absolute Wahnsinn. I'm a close. That's who I am. Da komm ich nicht drauf klar, ey. Der Wahnsinn. Wie soll man das denn machen? Der geht ja jedes Mal nur da hinten dann ins Eck rein. Ich verstehe es einfach nicht. Echt keine Ahnung, wie wir das machen müssen. Wie so richtig was gebracht hat, ist das nett, würde ich sagen. Das hat geklappt, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da was weg, ob wir den jetzt wegschieben konnten oder nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Verdammte Kacke, ey. Hey, nobody likes a quitter. Also falls ihr es bis zum Ende der Episode nicht herausgefunden habt, was ich hier machen muss, dann haut's in die Comments. Er schiebt es auf jeden Fall. Okay, das funktioniert. Okay. Sie fragen, wo wir jetzt als nächstes hin. Da oben geht's hoch, glaube ich. Okay, das könnte der richtige Weg sein. Holy shit. Bitte lass es der richtige Weg sein. Oh Mann, wäre ich froh, wenn das der richtige Weg ist. Ich hasse diesen Doktor, ey. Der geht mir so auf den Piss, das kann mir gar keiner glauben. Bei meinem Glück sind wir hier nicht richtig. Da ist ein Schlüssel. Okay. Ich glaube, der versucht da zu kommen. Riesenklo, das hat keinen Sinn. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, uns hier zu verstecken. Würde gerne mal zwischenspeichern. Gerade irgendwie. Ich hoffe, dass das überhaupt noch einen Sinn macht, hier zwischen zu speichern. Aber wir haben auf jeden Fall den Schlüssel bekommen. Guten Tag, du Wichser. Alter, der und seine scheiß Schere, ey. Könnte ich durchdrehen. Jetzt die Frage, wir haben den Aufzugschlüssel, wo war der Aufzug zur Hölle nochmal? Ich vermute, dass wir mit dem Schlüssel jetzt zu dem Aufzug müssen, wo wir das letzte Mal waren, aber ich habe gar keinen Schimmer, welcher Aufzug das zur Hölle nochmal war. Vor allem liege ich falsch rum, sodass ich nicht mal sehe, ob der jetzt weg ist oder nicht. Das heißt, ich muss jetzt auf mein tolles Gehör vertrauen und hoffen, dass ich höre, dass er weg ist. Oh, holy shit. Hier direkt neben uns war. Und wir nur ein bisschen Glück gehabt haben.
Da vorne ist er. Hau ab, Mann. Verpiss dich. Frage ist, haut er hier überhaupt noch mal ab oder nicht? Bin gerade echt irritiert. Hör ihn nicht mehr. Oh je. Yeah. Ich habe das Gefühl, als ob er mich nicht sehen würde im Dunkeln. Aber er geht nicht weg. Was mich sehr stresst gerade. Oh Mann, ich will doch nicht schon wieder mit dem wegrennen und machen und tun und überhaupt. So, ich versuche jetzt hier wegzukommen. Okay, er hat mich. Oh oh, wieder rüber. Holy shit, jetzt bin ich tot. Wo ist der Fahrstuhl? Ist er hier? Hier ist er nicht, okay. Dann sind wir jetzt tot. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier anfangen. Bitte lass mich diesen verkackten Schlüssel haben. So, jetzt muss ich weinen. Ganz laut. Okay, jetzt fangen wir hier an, wo er versucht, da einzubrechen. Da geht's nicht rum, denke ich. Wir müssen echt hier rein, denke ich. Die Frage ist, wo muss man dann hin? Hier ist ja nirgendwo irgendwas. Hier geht's rein. Hier ist aber nur ein Klo. Das kann's nicht sein. Ich bin schon mal beruhigt, dass wir da starten, wo der Schlüssel ist, sodass wir das mal herausfinden müssen, nur wie wir wieder zu dem Fahrstuhl kommen. Die Frage ist, ist der Fahrstuhl vielleicht da, wo er sich gerade die Tür aufhämmert? Oder ist er irgendwo anders? Ich habe ehrlich gesagt absolut keinen nassen Schimmer. Da geht es auf jeden Fall nicht lang. Das ist die einzige Tür, wo ich hier aufgehe. So. Wir gehen erstmal hier drunter und hoffen, dass der weggeht. Wenn er die Tür offen hat, gehen wir da rum und versuchen da hinzugehen, wo er hergekommen ist eben, ob da irgendwo der Aufzug war. So, hier irgendwo. Leider absolut keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder hier. Wo war dieser verdammte Aufzug? Zur Hölle. Oh, hallo. Wollt nichts von dir. Holy shit. Sind wir wieder hier? Da weiß ich leider nicht, was da ist. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Ich glaube, wir konnten ihm erstmal entkommen. Ich denke nicht, dass er uns hier oben nachrennt. Oh Mann. Hilft uns aber halt nicht wirklich. Weil ich immer noch keinen blassen Schimmer habe, wo das scheiß Klo ist. Bei der scheiß Aufzug. Ach, lass mich doch in Ruhe, Mann. Du aller Wichser. Was war das hier? Wo war der Aufzug? Nicht, ob ich schon gekommen bin oder nicht. Ich glaube nicht, oder? Doch. Wo ist der Aufzug, verdammte Scheiße? Wenn er mich das nächste Mal packt, ist Schluss. In der Zeit rennen wir rum und suchen, wie wir kloppt, den Aufzug.
Jetzt ist zu. Da ist nichts. Das ist das. Hier ist nichts und hier ist eine Sackgasse. Super. Hallo. Wo war dieser verdammte Aufzug? Gibt's doch gar nicht. Um Gottes Willen nochmal. Ich wollte mich schon dafür stecken. Nicht geklappt, jetzt soll ich mich fressen. Nein, ich werde getötet. Nein. Geh hier ab, Mann. Lass mich in Ruhe. Für Gott nochmal. Was stimmt hier nicht mit dem? So gerade um zu sehen, also sind wir weggefressen worden. Oh, das ist gut. Das wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Hier oben steht die Zölle. Hallo? Okay, hier kann man sich schon verstecken. Was, ob er jetzt weiß, wo wir sind oder nicht? Oh man, ich weiß nicht, wo wir hier den scheiß Aufzug hatten. Wir wurden kurz zuvor geneigt, für das nächste Mal einfach in den letzten Episoden nachzugucken, wo der Aufzug war. Oh man, damit ich weiß, wo das hin muss. Ich muss wahrscheinlich wieder irgendeinen Gang freiräumen, wo jetzt eine Kiste davor steht und da dann durch die Tür oder so. Das ist jetzt einfach mal meine absolut bekloppte Idee, dass da irgendwo dann der Aufzug ist. Ja, geht eh wieder nicht weg. Oh, hallo. Verwartung. Ja. Gut, dann hören wir an der Stelle auf. Wer noch weiß, wo der Aufzug ist, gerne in die Comments. Dann gucke ich vielleicht bis zum nächsten Mal nach. Das weiß ich nicht genau. Wir sind ja wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Der Doktor treibt mich noch in den Wahnsinn. Aber kleine Fortschritte sind auch Fortschritte. Und in dem Moment bin ich zufrieden. Dann speichern wir jetzt hier an der Stelle gerade nochmal. Zack. Pause, speichern, bitte warten, neue Option, alles klar, haben wir gespeichert, machen einen Cut an der Stelle, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis dann, ciao, ciao!